herzlich willkommen heute zu einer Runde Christmas Night. Ihr seht, es ist 18.47 Uhr am Heiligabend hier in diesem Spiel. Wunderschöne Deko hängt an dem Baum, Glöckchen, Kerzen, wunderschöne kleine Lebkuchen. Unten drunter sind ein Haufen Geschenke und ein armer, verlassener Nussknacker liegt vor dem Kamin, an dessen rechter Seite Blutspritzer sind. Sehr idyllisch. Ich würde sagen, das schreit nach einem Start in das Game. Lasst uns herausfinden, wie hier der Christmasabend verlaufen ist. Vanessa ist ein 12-jähriges Mädchen, das mit ihrer Mutter zusammenlebt. Die Eltern haben sich entschieden, sich scheiden zu lassen, da sie einfach nicht miteinander mehr zurechtkamen. Die Mutter wollte Vanessa erziehen mit einem wunderschönen offenen Horizont und einer großen Fantasie. Im Moment spricht sie über nichts anderes als über Santa Claus. Und es gibt nur zwei Sachen, die Vanessa im Leben haben möchte oder erleben möchte. Die erste ist Santa Claus sehen und sie möchte gerne ihren Vater noch einmal sehen. Oder wiedersehen. Den Weihnachtsabend hat das kleine Mädchen schon sehnsüchtig erwartet. Und jetzt sehen wir mal, ob Vanessa Santa Claus begegnet und ob sie ein gutes Kind war und ob sie das bekommt, was sie haben wollte. Oder ob sie auf der Naughty List ist. Und so wie ich das Bild hier sehe, würde ich sagen, mal so ganz spontan, wir sind auf der Naughty List. Hoffe nicht, dass das unsere Blutspritzer waren im Startbildschirm. Bip. 21.45 Uhr. Wer stellt sich denn mit 12 Jahren um 21.45 Uhr in Wecker? Oh Gott. Gab sie mal Katzen? Cat Power! Miau! Also da hat sich jemand wirklich, wirklich Mühe gegeben, ein Kinderzimmer zu bauen, sag ich jetzt mal, nachzustellen. Wobei ich mir jetzt nicht so ganz sicher bin, warum wir als 12-jährige Bauklötze ein Dreirad brauchen und ein Kugelspiel. Oder ein Schaukelpferd. Na, vielleicht erwarten wir ja bald ein Geschwisterchen. Mom? War das gerade unsere Tür? As for me and my house, we will serve the Lord. Okay. Believe in yourself. Ist da gerade die Haustür? Okay. Ich meine, es ist ja wirklich wunderschön, ne? Aber Mom? Warte, ist sie jetzt echt nach draußen gegangen? Hat die uns jetzt echt alleine gelassen? Ein 12-jähriges Kind nachts alleine gelassen, einfach mit brennendem Kamin? Was ist, wenn wir jetzt nicht wach geworden wären? Die Bude könnte in Flammen stehen. Hallo? Dann noch so gruselige Musik. Warum ist hier eine schwarze Tür mit einem Kreuz und einer sehr merkwürdigen, spärlichen Weihnachtsbeleuchtung? Also das ist doch die Tür, aus der Kinderalbträume bestehen. Ich würde mich jetzt nicht mal wundern, wenn hier oben in dem Rahmen Augen reinkämen plötzlich und hier so ein mit Zähnen und Blut verschmierter Mund aufploppen würde. So. Ist ja furchtbar. Ein Zettel. Okay. Vanessa, dein Onkel ist krank geworden und sie mussten ihn
schnell ins Krankenhaus bringen. Ich musste notfallmäßig alles hier verlassen. Bitte entschuldige, dass ich dir nicht vorher Bescheid sagen konnte. Sorge dich nicht, ich werde in Kürze wieder zurückkommen. Als Vorsichtsmaßnahme habe ich die Tür abgeschlossen, natürlich. Also bitte bleib zu Hause, nicht, dass wir eine Wahl hätten. Und pass auf dich auf. Ach übrigens, ich habe eine Pizza im Kühlschrank für dich hinterlassen. Du kannst sie in der Mikrowelle machen. Ja, lecker. Mikrowellenpizza. Ja. Also, ach ja, und übrigens, vergiss nicht, den Brief, den du für Santa Claus geschrieben hast, an den Weihnachtsbaum zu hängen. Okay, das kenne ich so ähnlich. Bei uns haben wir früher die Weihnachtsbriefe, also fürs Christkind tatsächlich bei mir zu Hause, haben wir das ins Fensterbrett eingeklemmt. Okay. Wir sind jetzt wach, allein. Pizza klingt jetzt erstmal gar nicht so schlecht, ne? Ein scharfes Messer, zwei Auberginen, Tomaten, Äpfel, Brot. Da hat jemand die Milch auf dem Tisch stehen lassen. Morgen ist es Joghurt. Scheiß auf die Pizza, gib mir das Hähnchen. Mist, ich komme nicht ans Hähnchen, es hat eine Kindersicherung. Obwohl, ja, es ist, glaube ich, auch noch eingeschweißt. Hm. Ja, Ananas. Feuerzeug. Salat. Kühlschrank. Eindeutig ein deutscher Kühlschrank. Und er ist jetzt nicht so energieeffizient. Er hat nur A+. Oh, das Foto habe ich doch auch oben im Kinderzimmer gesehen. Ist ja süß. Und das muss der Papa sein. Oh. Wie viel Bier hat sie denn bitte da oben drin? Milch. Äpfel. Wein, noch mehr Bier, bisschen Cola, Mais, das ist aber auch die XXL-Maisdose. Das ist die Pizza. Oh, es geht noch weiter auf. Schick. Nehmen wir jetzt auch die Pizza. Hallo? Ich möchte gerne die Pizza. Oh, ich kann mich sogar zur Seite lehnen, aber ich kann die Pizza nicht nehmen. Das ist ja... Kind, streck die Hand aus, da vorne liegt die Pizza. Was ist denn da los? Ich klicke wie ein Weltmeister. Kann ich jetzt die Pizza haben? Ach so, darf die Pizza noch nicht essen. Jetzt erzählt sie mir ein, sie hat hier Pizza für mich hinterlassen. Jetzt muss ich auch noch erst den Brief aufhängen. Das hätten wir auch nach dem Essen machen können. Obwohl, ja, stimmt, ja, gut. Dann hätten ja vielleicht Fettflecken dran sein können. Was ist das denn? Brief, Brief. Wenn dieses Einhorn mich nachts anschauen würde, würde ich nicht schlafen können. Brief! Was ist das für ein Buch?
schick. Ist aber ein großes Badezimmer. Okay. Mom, would you never left the phone at home? Sehr merkwürdig. Warum hat unsere Mama dann das zurückgelassen? Schade. Der sein können, ne? Irgendwo eine Notiz finden können auch hier. Dann hängen wir jetzt mal schnell die Liste an den schicken Weihnachtsbaum. Seht ihr diese Funken, wie die nach oben zu den Socken steigen? Wie kann man eine 12-Jährige bitte so alleine lassen? Unverantwortlich! Darf ich jetzt die Pizza essen? Ja. Es ist aber nett. Das sind aber eine ganz schön kleine 12-Jährige. Ah. Lecker. Mikrowellenpizza. Die wird ja nicht so richtig schön sipschig, ne? Ehrlich, ey. Da steht so ein leckerer Salat. Und was kriegen wir? Glitschige, sipschige Mikrowellenpizza. Gibt's Brötchen, leckeres Hähnchen. Toastbrot, der vergessen worden ist. Und was kriegen wir? Dieses Matschezeug. Genau ein Stück. I like watching TV while I eat. Ja, klar, ist ja auch keiner zu Hause. Was soll schon schief gehen, wenn eine 12-Jährige nachts um 22 Uhr Fernsehen schaut? Ist natürlich nur kinderfreundliches Programm. Ein Keks. Never mind. Milch, Süßkram, alte Kekse und das. Ich glaube, das ist ein Porzellan-Lebkuchenmännchen. Ist ja beschiss. Na dann, gucken wir mal ein bisschen Fernsehen. Okay, einer im Krankenhaus und seine Freundin unterhält sich mit dem Weihnachtsmann. Was jetzt? Lernen wir jetzt, wie kleine Elfen entstehen? Was zum Kuh? Go upstairs. Ach, jetzt bist du ganz ausgegangen. Steht da jemand? Oh nein, das ist nur der Stuhl. Klar, schick eine 12-Jährige einfach ins Dunkel nach oben. Santa, bist du's? Der Santa Claus rappelt doch nicht hier so durch. Oh, das ist so creepy. Was zum... Keine Angst, wir haben keine Angst. Wir sind allein zu Hause mit 12 Jahren und ein komischer alter Mann kommt rein mit einem Kostüm. Das ist völlig normal an Heiligabend. Das ist völlig normal. Hi Vanessa, ich bin Santa Claus. Yay! Möchtest du ein Spiel spielen? Falsches Spiel. Falsches Spiel. Die Regeln sind ganz einfach.
Du musst nur das machen, schaffen, was ich dir sage, bevor die Zeit abläuft. Wenn du gewinnst, gebe ich dir das Spielzeug, das du möchtest. Aber wenn du verlierst, wirst du auf meiner Naughty List bleiben. Deine erste Aufgabe ist es, alle Kerzen im Haus innerhalb von 4 Minuten anzuzünden und alle Lichter auszumachen. Klar, es ist absolut nicht völlig normal, eine 12-Jährige mit Feuerzeug rumlaufen, im Haus alles anzünden, Tür ist abgeschlossen. Was soll da schief gehen? Keine Angst, ich habe hier auch noch ein Glühstäbchen dagelassen, nur damit du was sehen kannst. Na, danke. Die nächste Aufgabe brauchst du die Taschenlampe. Ach schön, unser Wecker. Oh Gottchen. Oh Gott, warte, wo war jetzt nochmal, was habe ich gesagt, wo war das Feuerzeug? Neben der Mikrowelle, ne? Richtig. Okay, Kerze. Das sind Kerzen, aber die kann ich nicht aufmachen. Okay. Kerze. Eine Kerze. Es ist schon eine ganze Minute fast um. Geh an. Was summt hier so? Lenk mich nicht ab, ich habe keine Zeit. Kerze? Keine. Hier summt's irgendwo. Ah, das hatten wir ja schon, dass das seltsam ist. Das Licht aus. Wo ist der Lichtschalter für den Flur? Licht aus. Licht aus. Licht aus. Okay. Yes. Oh. The next game note, okay. Haben wir dafür auch wieder eine Zeit? Nein. Wir brauchen auch die Taschenlampe, hat er gesagt. Was steht denn da? The address unknown. Tom's frailty? Okay. Was steht da? Drunken Horror, so fühle ich mich gerade auch. Santa, möchtest du nicht einfach deine Milch und deine Kekse essen? Können wir nicht einfach jemanden anrufen? Wo ist denn eine Taschenlampe zu finden normalerweise? Taschenlampe! Taschenlampe, wo bist du? A key is needed. A key is needed.
ein Schlüssel. Warte mal, wir sind ein Kind, oder? Unsere Eltern müssten doch eigentlich... Ich wollte gerade sagen, das sah gerade im ersten Moment aus wie eine Granate, aber warum sollte man auch eine Granate im Schränkchen haben? Divorce Agreement. Ja, klar. Sowas hebe ich auch immer in meinem Nachtschränkchen auf. Eine Taschenlampe? Ja. Auch keine? Nope. Ah, ja, die nächste Notiz. Ich will aber erst wissen, wo die Taschenlampe ist. Warte mal, vielleicht aber bei uns im Zimmer. Wir sind ja schließlich ein Kind, ne? Angst im Dunkeln vielleicht? Ist da ein Kaktus unter unserem Kopfkissen? Was zum Kuckuck? Wieso haben wir einen Kaktus unter dem Kopfkissen? Ich kann die Melodie von dem Nussknacker nicht mehr hören gleich. Gruselige Spielzeugkiste ohne Spielzeug. Rip-off von Buzz Lightyear? Check. Rip-off von Baby Born? Check. Einfallslose Kleidung mit derselben Farbe? Check. Flauschhase? Check. My friend Bigfoot! Absolut. If I can do it, you can too. Klar. Something about muffins. Play in the sandbox. Time with turtle. Noch mehr über Muffins. Prisma, Natur. Steht da? Stempeltag? Also über die Lektüren, ne? Oak Cove Design Ideas? Eichen? Okay, Eichenmöbel. Car Seat and Stroller. Industrial Piping System? Exotic House Plants? Sogar zweimal? Sport Gear? Klar. Ganz viele Horizontbücher. Bed and Breakfast. Ich glaube nicht so ganz, dass das Kinderlektüre ist. Aber wo zum Kuckuck ist jetzt die Taschenlampe? Waren die Bilder vorhin schon da und so gruselig? Können wir speichern? Nein, okay. Das war ein einfaches Spiel, nicht wahr? Nein. Aber du hast noch mehr zu tun, um auf die gute Kinderliste zu kommen. Are you ready? Okay, das nächste Spiel. Eine der Must-Haves bei Weihnachten sind Nussknacker. Ich habe ein paar für dich mitgebracht und habe sie versteckt an verschiedenen Plätzen. Ich möchte, dass du 5 Nussknacker in 5 Minuten findest. Okay, 1. Okay. Nussknacker, Nussknacker, Nussknacker. Nussknacker, Nussknacker, Nuss, Nuss, Nuss. Wo seid ihr? Aha. Moment, ich habe da gerade vorhin reingeguckt. Hey, are you there? I tried calling you on the phone and I saw something in the newspaper. And I was worried. Are you okay? Ich muss Nussknacker finden. Ich habe keine Zeit.
What the fuck? Who the hell are you? Ich weiß jetzt, warum Onkel, glaube ich, ins Krankenhaus muss. Kann ich mich nicht mehr daran erinnern, wie viele wir schon haben. Verdammt, wie viele Nussknacker haben wir? Auf jeden Fall nicht genug, fürchte ich. Wo sind die restlichen Nussknacker? Nein, will ich nicht lesen. Mach die Schublade zu. Die Zeit rennt uns davon. Zwei Minuten 16. Dass wir im Wohnzimmer keinen gefunden haben, ist merkwürdig. Komm schon. Das war aber nicht der letzte. Oh no! Time is running out! Das war unfair. Der auf dem Schrank war schon unfair. Okay. Okay, ja, wissen wir. Also eins.
2. Kat, are you there? I tried calling you on the phone and I saw something in the newspaper. And I was worried. Are you okay? 3. Den habe ich vorhin, glaube ich, nicht gesehen. Vanessa, is that you? Hier. Vielleicht, wenn wir Onkelchen ignorieren. What the fuck? Who the hell are you? Nein, Onkelchen ist trotzdem nicht sicher. War das ein Schuss? Oh mein Gott, ich glaube, das war ein Schuss. Verdammt, bei welcher Zahl waren wir jetzt? 3 oder 4? Was ist denn für ein Licht? Ich habe doch gar kein Licht angemacht. Oh. Upsi. Find the last game notice. Okay, okay, okay. Vielleicht, also wenn wir das alles vor diesem gruseligen Center machen, was er will, lässt er uns vielleicht in... Oh, shit. Das war jetzt ja überhaupt nicht auffällig, ne? Vielleicht noch ein Messer. Okay, okay, we can do it. Du bist wirklich ein sehr talentiertes Kind. Deine Mama muss sehr stolz auf dich sein. Aber unser Spiel läuft noch. Ich glaube, ich habe den Kamin ein bisschen verunstaltet, unordentlich gemacht. Und es wird gerade kalt im Haus. Deine Mutter wird bestimmt wütend sein, wenn sie sieht, in welchem Zustand das Haus ist. Warum findest du nicht 8 Pieces of Wood? Also 8 Holzscheite für das Feuer. Ich gebe dir 8 Minuten dafür. Oh. Okay. Holzscheite. Holzscheite. Acht Holzscheite. Eins. Man sollte meinen, bei 8, wenn die Zahl größer wird, findet man Sachen schneller, zumal sie auch größer sind, ne? Nein, nein. Ebenfalls nein. Wir haben erst 1. 1 von 8. What the? Oh, sie fix. Können wir denn nur 1 haben bei 8 Loch Sachen, die hier versteckt sind? No. Oh, das wird langsam kritisch. Jetzt ist noch der Kaktus unter unserem Kopfkissen.
gibt's doch nicht. Kann man denn 8 Holzscheite so verstecken, dass man sie nicht sieht? Oder bin ich einfach nur gnadenlos blind gerade? Oh. Dafür haben wir den Stick gebraucht. Und 2012. Warte mal, 2012, ist das vielleicht das Passwort vom... Safe? Ah. 2, 3. Mal sehen. 2012. Ha! Scheiß auf das Geld! Zeit läuft bestimmt gerade ab. Aber ich hab doch gerade den... Achso. Okay. Holz. Ganz viel Peanut Butter. Peanut Butter Jelly Time. Oh Gott, natürlich fällt mir sowas ein, gerade in so einer Situation. Haben wir jetzt genug Holz? Holz vor der Hütten. Auf jetzt einfach. Auf zum Kamin. Oh no. Oh no, no, no. Gruseligster Santa ever. Gratuliere dir, Vanessa. Du hast alle Spiele abgeschlossen und bewiesen, dass du besser bist als andere Kinder. Wie versprochen, gebe ich dir das Spielzeug, was du möchtest. Ich habe außerdem noch ein anderes Geschenk für dich. Geh runter in den Keller und get ready for some surprises. Okay, keine Sorge, du wirst mich sehen, wenn du deine Geschenke bekommst. Und du möchtest vielleicht sogar einen Platz finden, wo du dich vor deiner Überraschung verstecken kannst? Okay, wir gehen jetzt in den Keller. Der gruselige Mann hat uns gesagt, wir gehen jetzt in den Keller. Ach so, Kuckuck. Zum Kuckuck ist das für ein Spiel. Was spiele ich hier? What? Mom? Thank you.
Was zum... Find einen Weg, um nach Hilfe zu rufen. Find... Okay, ich soll alles anmachen. Alles machen wir jetzt an. Ist, wo ist er? Oh Gott. Hast du mich jetzt gesehen? Ich glaube, er hat mich nur gehört.
ist der hin? Ich weiß, es ist ein Klischee, aber Dachboden ist sicher, oder? Ich muss doch nur einmal da runterkommen. Dann könnte ich vielleicht mit ihm in den Keller rennen, einmal um den Billardtisch und dann die Tür abschließen, oder? Komm, ich muss dafür nur einmal... mal nach unten kommen. Muss ich denn noch anmachen? Jo. Mache ich den denn an? Hier irgendwas anmachen? Nein. Einfach die Tür zerstört und die Sicherung rausgedreht. So ein Blöder! Ah! Ah! Okay, ich nehme alles zurück. Den Händel genommen. Da ist er. Bei Mom auf dem Schreibtisch, Nachttisch.
Markus, komm noch mal durchs Dach. Oh Gott, we did it. We survived Santa Claus. Oh Gott. Alter, nach so einem Erlebnis ist Weihnachten definitiv gestorben. Was zum Kuckuck. Himmel, A und Zwirn. Geschafft, die tragischen Umstände zu überleben, die sie erlebt hat. Die Autopsie hat ergeben, dass Vanessa nichts mit dem Mord zu tun hat. Nachdem sie ihre Aussage getätigt hat, hat sie angefangen, mit ihrem Vater zu leben. Es ist immer noch nicht geklärt, wer den Mord begangen hat. Gott, der ist auch noch davongekommen. Uff. Alter Schwede. Das war intens. Ja, in diesem Sinne würde ich mal sagen, frohe Weihnachten!